Das Miasma ist dichter geworden. Diese Treppen führen immer tiefer in die Gewölbe. Die Tunnel erstrecken sich weiter, als wir gedacht haben. Wir sollten uns in Acht nehmen. What? Das war ein... What? Nicht mal ein Menü? Ich habe eigentlich erwartet, dass wir jetzt in ein Menü kommen. Ja, hallo liebe YouTube-Gemeinde da draußen. Ich melde mich wieder aus den Tiefen Finnlands. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir spielen heute ein bisschen The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich bin etwas überrascht, dass das Ganze jetzt so schnell hier reingetaucht ist. Wir haben noch nicht mal ein Menü gehabt. Aber Zelda steht vor uns und wartet auf uns, so wie in Breath of the Wild auch schon mehrere Jahre. Aber jetzt geht's weiter mit der Legende in dem Schloss Hyrule Untergrund. Ich bin wirklich gespannt, wohin die Story hier führt. Ehrlicherweise. Ob wir wieder mit Ganon Schleim zu tun kriegen und sowas. Die Steuerung ist jedenfalls dieselbe. Ja, ich würde sagen, wir reden mal mit Zelda, wa? Wir reden mal mit Zelda. Dieses schwarze Miasma. Viele, die damit in Berührung gekommen sind, wurden danach schwer krank. Für dich und mich ist diese Menge zum Glück noch nicht bedrohlich. Aber wo kommt es her? Warum tritt es gerade hier auf? Unter Schloss Hyrule. Wir müssen tiefer hinein. Es könnte ziemlich gefährlich werden. Aber wenn du bei mir bist, habe ich keine Angst, Link. Gehen wir der Sache auf den Grund. Okay, da müssen wir anscheinend gründlich erforschen, wa? Miasma. Ich finde Miasma, das erinnert mich an Myanmar. Aber das ist ein Land. Ich glaube, das hat nicht viel miteinander zu tun. Gespannt. Es geht um Krankheiten. Oder so. Wir können jedenfalls durchlaufen. Ich habe auch schon die ganzen Leuchtsteine gesehen, Felix. Ich dachte mir auch gerade so, ah. Geld. 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 Folgen wir mal weiter Zelda. Das ist ein Krampf für jeden YouTuber. Schon wieder die Kamera wegschalten. Aber naja. Weiter geht's in der Story. Jetzt ist sie ja nicht mal mehr am Reden. Okay. Ich hätte mir ja nie vorzustellen gewagt, dass unter Schloss Hyrule ein solches Gewölbe existiert. Ja, du, ich eigentlich schon. Weil normalerweise Schlösser eigentlich immer große Gewölbe haben. Link! Da waren wir zu sehr in unsere Gespräche vertieft. Das Masterschwert! Das Schwert, welches das Finstere zu bannen vermag, reagiert auf irgendetwas. Wenn wir hier fortschreiten, werden wir zweifelsohne auf dieses Etwas treffen. Seit die Verheerung versiegelt wurde, ist das Schloss der Verwahrlosung anheimgefallen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass sich ein solcher Ort darunter befindet. Wir sollten vorsichtig weitergehen, Link. Okay. Wir können das Schwert schwingen. Ja, vorsichtig weitergehen.
Machen wir. Ich muss sagen, ich habe gerade auch schon ganz kurz Gänsehaut bekommen. Aber ich bin gespannt, was jetzt noch auf uns wartet. Was ist denn das? Sieht aus wie Dracheneier. An den Seiten. Seht ihr das? Okay, sie guckt sich etwas an. Was siehst du da? Ruinen. Überreste einer vergangenen Kultur. Ist das eine Inschrift? Stammt das etwa vom Volk der Sonau? Es gibt ein zweites Volk? Aber es hätte schon ziemliche Parallelen zu den Shika, ne? Die gemeißelten Inschriften! Erstmal Fotos machen. Erstmal der Paparazzi. Ich ahnte es. Alles, was wir hier sehen, entspricht dem, was ich bei meinem Studium der Sonau gelernt habe, nachdem ich mein Studium der Chica abgeschlossen habe. Die Sonau waren ein Volk, das vor ewig langer, langer Zeit gelebt haben soll, in einer Zeit, die heute Sage geworden ist. Sie sollen über geradezu göttliche Macht verfügt und ihr Reich hoch oben am Himmelszelt errichtet haben. Und wenn ihr Name auch in zahlreichen Geschichtsbüchern fällt, so weiß man furchtbar wenig Konkretes über sie. Sie sind ein Volk der Geheimnisse, mysteriös und unergründlich. Ich glaube, du hast genug Fotos von dem Stein genommen, Zelda. Die Sonau. Mein erster Gedanke war Donau, aber das macht nicht so viel Sinn. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann bis jetzt die Sonau noch nicht so ernst nehmen, weil wir halt die Shika haben. Aber wir werden sehen. Vielleicht wird's ja gut. Wir werden sehen. Wir kommen noch rein. Wir kommen noch rein. Ob diese Statue einen Sonau darstellt? Schau doch! Welch lange Ohren! Sie sahen wohl ganz anders aus als wir. Doch wie nur sollen Spuren eines Volkes, das am Himmel lebte, tief im Erdreich unter dem Schloss zu finden sein? Es scheinen noch weitere Funde auf uns zu warten. Link, lass uns weitergehen. Okay, Zelda. Aber die Musik ist schon gut. Also, die Musik, die fühle ich. Ist ein bisschen wie so ein Gänsemarsch hier. Hintereinander. Und dass Zelda mal vorgeht. Oh nein! Oh, selbst hier unten hausen Monster? Naja, eine Fledermaus ist jetzt also wirklich, das ist jetzt, naja, also, na, guck mal, klatsch, klatsch, klatsch. Das könntest sogar du, Zelda. Alles in Ordnung, Link? Oh. Wandbilder. Das erinnert mich an unsere Geschichtsbücher. Die Aufzeichnungen beginnen in mythischer Vorzeit. Damals soll es einen gewaltigen Krieg zwischen uns und dem Dämonenkönig gegeben haben. Und diese Bilder. Es sieht aus, als würden sie dieselbe Legende beschreiben. Wie die Statuen, die wir gesehen haben. Ein weiterer Sonau. Und das scheinen Hylianer wie wir zu sein. Es sieht aus, als wären die Sonau aus dem Himmel zu uns herabgestiegen. Meine
waren die Begründer der Königsfamilie. Es heißt, sie entstammten einer Vereinigung mit einem göttlichen Volk, das aus den Himmeln herabgestiegen war. Wenn man den Wandbildern Glauben schenkt, dann muss es sich dabei um die Sonau gehandelt haben. Ihr Blut vermischte sich mit dem der Hylianer auf der Erde und daraus entstand ein neues Reich. Hyrule. Doch dann betrat ein teuflischer Mann die Bildfläche. Er beraubte das Königreich einer gewaltigen Kraft. Alles hier entspricht genau den königlichen Geschichtsbüchern. Und dann wurde er zum Dämonenkönig. Sie taten alles, um ihn doch noch zu bezwingen. Wenn das hier dargestellte Wesen wirklich der ist, den wir als Dämonenkönig kennen, dann... Unglaublich! Dann muss das hier der große Krieg sein, von dem die alten Bücher berichten. Die Wandbilder sind eine Darstellung des Versiegelungskriegs. Hörst du? Dieser Fund ist sensationell! Guck mal, das hier hat Pura für mich angefertigt. Zum Glück habe ich es mitgebracht. Ich kann damit alles hier aufzeichnen. Genau dafür ist es gemacht. Der Rest ist leider zerstört. Da kann man nichts mehr erkennen. Was ist das hier nur für ein Ort? Ich habe das Gefühl, wir werden die Antwort darauf bald finden. Komm, Link. Lass uns weiter reingehen. Okay. Ich muss sagen, also bis auf den Fakt, dass es um die Königsfamilie geht, hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass die Story bisher sonderlich super neu ist. Aber wir werden sehen, Dämonenkönig, ich denke mal, das ist Ganon, aber nicht die Verheerung Ganon. Obwohl ich sagen muss, es ist schon schön gemacht, wie Zelda sich darüber freut. Sie wirkt schon deutlich... Ich muss sagen, ich finde, sie wirkt schon ein Stück reifer bisher als zu BOTW 1. Aber, dass sie sich von den Fledermäusen ängstelt. Okay, lass uns tiefer reingehen. Wir gehen mal ein bisschen vor Zelda, ne? Muss ja hier ein bisschen Männlichkeit beweisen und so, ne? Muss ja... Wo geht's hier hin? Vor allem, wie groß? Ich meine, es macht Sinn unter einem Palast, aber wenn du doch 17 Jahre in diesem Palast wohnst, wie kann es denn passieren, dass du überhaupt nicht weißt, dass ihr Katakomben habt? Fragen, Fragen, Fragen. Es ist gar nicht gruselig hier, wo wir hingehen. Warum ist das hier alles so rot? Hier müsste mal wieder jemand saugen. Ganz viel Staub. Die Musik ist so geil. Zelda, jetzt mach mal hin. Oh. Oh. Jetzt entscheide dich mal zwischen Sequenzen und... Ach, wo sind wir hier? Lass uns gehen, Link. Und bitte, sei ganz, ganz vorsichtig. Was ist das?
Also ich muss ja sagen, ich würde ungern von so einem Felsbrocken getroffen werden. Okay, Ladescreen. Ja, weiter geht's. Ist er jetzt ein Avatar? Ah, nicht ganz. Du bist also erwacht, Link. Woher kommt die Daddy-Stimme denn? Zelda hat mir viel von dir berichtet. Ist das nicht Revali? Du hattest eine ernste Verletzung erlitten. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Dein Arm war von Miasma zerfressen. Ich musste ihn ersetzen, um dein Leben zu retten.
ja, ich habe gerade Revali und Daddy in einem Satz benutzt. Was? Vor allem Link. Warum? Der sieht ein bisschen aus von hinten. Ich weiß nicht, es gibt mir so Werwolf-Vibes irgendwie mit den Haaren, muss ich ehrlicherweise sagen. Und die Tattoos? Was ist aus unserem Fanboy-Link passiert? Aber was war das? Ich hoffe, das Schloss hat eine Vollkasko, ne? Das sehe ich ganz genauso. Ja, also wir haben da eine Person getroffen. Ich glaube, es ist Dämonenkönig Ganon. Aber jetzt mal so als Frage. Wieso hat sich die Versiegelung genau in dem Moment gelöst, als Zelda und Link den Raum betreten haben? Das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz verstanden, ehrlicherweise. Das müsste mir mal man erklären. Zufälle, Yoshi. Ja, also das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber lasst uns mal eintauchen. Ich muss sagen, die Cutscenes waren schon echt gut gemacht. So, gucken wir mal auf das Masterschwert mit unserem schwarzen Arm. Ich muss sagen, das sieht cool aus. Hat schon seine Vibes, so ein bisschen Cyborg-mäßig. Masterschwert, hallo. Ja. Ist jetzt eher nur noch ein Masterdolch, ne? Diese traurige Musik. Dün, 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 dün. Ah, oh, ist ja süß. Und wir wachen schon wieder in einem Schrein auf. Also, bisher sind die Parallelen zur BOTW halt schon hart. Hart, hart. Schlimm, schlimm. Ja, der Arm sieht wirklich cool aus, da gebe ich recht. Ich finde den auch nice. So einen schwarzen Arm. Mit dem Dolch. I mean, ich sehe die Fanarts dazu kommen, definitiv. Also, not gonna lie. Also, das wird ein Ding. Hallo? Oh, es fängt direkt mit Schreinrätseln an. Jetzt haben wir... Ah. Okay. Anscheinend haben wir jetzt keine Shika-Tafeln mehr, sondern Sonau-Hologramme mit einer Hand. Wir werden sehen. Es ähnelt auf jeden Fall. Also die Shika und Sonau, das klingt sehr, sehr parallel. Sehr, sehr parallel. Die Sonau wohnen in 2024. Ja, in der Zukunft, genau. Link, dreh dich um. Vor allem, das spielt doch jetzt auch in Hyrule, ne? Wie kann es denn sein, dass wir die ganzen Ruinen nicht entdeckt haben, nachdem wie viele Millionen Leute BOTW gespielt haben und das alles durchgeschaut haben. So, wie kommen wir da hoch? Kommen wir da hoch? Are we getting up there somehow? Vielleicht hier durch? Und dann hier rüber? Hier haben wir direkt Wasser. Abspringen. Oh, okay. Sehr schön. Elegant. Ich denke mal, dass wir dann hier hoch müssen. Aber sicher, dass wir... Konnten wir in dem anderen Raum nichts mehr machen? Da war doch bestimmt ein Secret.
Ja, wir müssen wieder mit einem Ausdauerbalken auskommen. Das wird so ungewohnt. Das wird so ungewohnt. Okay, jetzt geht's hier wieder ziemlich runter. Das würde ich mich nicht trauen in echt, also darunter zu springen. Hopp! Hui! Ich erleide keinen Schaden. Okay, gut zu wissen. Wenn ich aus zu großer Höhe in Wasser falle. Ja, gut, das habe ich mir fast gedacht. Obwohl man ja eigentlich sagen muss, wenn man aus zu großer Höhe in Wasser fällt, wird Wasser genauso hart wie Beton. Ne? Nur so mal, ne? Für reale Physik. Eine Kiste. Hallo. Oh, wir treten gar nicht mehr gegen die Kiste. Die sind traurig. Ein altes Beinkleid. Okay. Link is going the fanboy style. I see, I see. Hm. Sagen, also ohne hat es mir auch gefallen. Ja. Ja, Link kann schon manchmal ein bisschen lebensmüde sein. Da gebe ich dir recht. Naja, jedenfalls, wir müssen halt, ne, BOTW, also wir wissen ja, auf reale Physik muss man hier keinen Wert legen. Link ist der Auserwählte und dann hat man automatisch Kräfte, die einen gegen reale Physik ankommen lassen. Aber ich habe doch bestimmt irgendwas verpasst. Aber ich kann jetzt nicht mehr zurück. Ich kann ja nicht mehr da hoch. Ja. Ich habe doch... Es kann doch nicht sein, dass ich nur einen Rock kriege. Da ist ja schon das Licht. Habe ich nur einen Rock? Laufen wir jetzt nur einen Rock rum? Hm. Okay. Well, I mean. Wir rocken das sowieso. Ja, der musste jetzt noch sein. Auf geht's. In die Cutscene. Huch. Guten Morgen. Ja, ich glaube, die Cutscene müssen wir diesmal selber triggern, ne? Auf und davon!